Achtung vor dem Stiftungstrick, fallt nicht drauf rein. Seit Jahren versucht die AfD, ihre antimuslimische Agenda in Schulen und Universitäten zu verbreiten, sei es durch die Teilnahme an Podiumsdiskussionen oder Stände, die sie organisieren. Wir mussten leider leidvoll erfahren, was es heißt, wenn Worte und eine gesellschaftliche Stimmung zu Taten werden. Sollte die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung ab nächstem Jahr staatliche Förderung bekommen, befürchte ich, dass das den Rassismus in Deutschland weiter verstärken wird, aber auch insbesondere eine große Gefahr für geflüchtete Menschen ist. Kurze Frage. In einer Zeit, in der Juden bei uns Angst haben, die Kippa zu tragen, bei denen es Anschläge auf Synagogen gibt und die Zahl antisemitischer Übergriffe stark angestiegen ist, ist es da nicht vielleicht das Letzte, Gelder einer Stiftung zu geben, die die NS-Zeit verharmlost? Nein, nicht vielleicht. Es ist das Letzte. Die Erasmus-Stiftung ist die Stiftung einer in weiten Teilen antisemitischen Partei. Die Erasmus-Stiftung stellt eine Gefahr für unsere Demokratie dar. Die Erasmus-Stiftung versucht planmäßig, die Grenzen zwischen Rechtsextremismus und Konservativismus zu verwischen. Dem sollten wir einen klaren Riegel vorschieben. Als Christin ist mir der Dialog zwischen Juden, Christen und Muslimen sehr wichtig für den Frieden unter den Religionen. Die Erasmus-Stiftung der AfD hetzt gegen den Islam und stachelt das Land gegen Muslime auf. So wird Dialog unmöglich gemacht. In den vergangenen Jahren haben wir so viel erreicht in der Demokratiebildung, in der Arbeit an der Erinnerung an die Shoah, in vielen Programmen und Projekten. Diese Arbeit ist jetzt gefährdet, wenn die Desiderius Erasmus Stiftung Millionen von Steuergeldern für ihre Zwecke bekommen. Wer Geschichte umdeutet und verfälscht, der riskiert, dass sich das Grauen des Nationalsozialismus wiederholt. Die Erasmus Stiftung der AfD tut genau das. Den Geschichtsrevisionismus kann man schon auf der Homepage erkennen und anhand des Personals. Da biegen Leute falsch ab. Angelika Barbe zum Beispiel. Die war Bürgerrechtlerin in der DDR. Seit 2018 gehört sie zum Kuratorium der Stiftung. Vor kurzem hat sie den in der Nazi-Zeit verordneten Judenstern verglichen mit der Maskenpflicht in der Corona-Krise. Für mich ist das erbärmlicher Antisemitismus. Man stelle sich mal vor, dass die Erasmus-Stiftung, die Stiftung der AfD, Auslandsvertretung hätte. In Ländern wie Israel oder Polen. Eine Partei, die die Zeit des Nationalsozialismus als Vogelschiss bezeichnet und meint, wir könnten stolz sein auf die Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Daher kann es für Demokraten keine Zusammenarbeit mit dieser Stiftung gehen, auch nicht, wenn es dort eine kleine sektenhafte Gruppierung gibt, nämlich die Gruppe Juden in der AfD. Wenn wir die Vergangenheit mit den Augen jener betrachten, die die Vergangenheit verharmlosen, die eine der menschenverachtendsten Ereignisse unserer Geschichte, gewaltvollsten, brutalsten Ereignisse unserer Geschichte verharmlosen und relativieren, dann betrachten wir mit diesen Augen nicht nur unsere Vergangenheit, sondern auch unsere Gegenwart und Zukunft. Und das gilt es zu verhindern. Politischen Stiftungen, unabhängig ihrer Ausrichtung, obliegt die Pflicht, die Werte unseres Grundgesetzes hochzuhalten. Die AfD-nahe Erasmus-Stiftung macht mir genau vor diesem Hintergrund große Sorge. Es ist der Vorteil der Demokratie, dass alle zu Wort kommen. Dafür sollten die Beteiligten das auf Basis des Grundgesetzes tun. Und genau das tut die AfD-nahe Erasmus-Stiftung nicht. Mit dem Zugang zu Stiftungsmitteln hat die Desiderius Erasmus-Stiftung ab dem nächsten Jahr die Möglichkeit, unsere Gesellschaft über Generationen hin zu verändern. Ich bitte Sie, das mit zu verhindern, indem Sie vor allem Druck auf Ihre Bundestagsabgeordneten ausüben. Eine solche Stiftung dieser Partei wird nur von Rechtsradikalen als bürgerliches Feigenblatt benutzt. Kein Steuergeld für eine Partei, die gefährlich, fremdenfeindlich und antieuropäisch ist und den Holocaust verleugnet. Die Erasmus-Stiftung verdient keine finanzielle Förderung. Informiert euch über die Pläne der Erasmus-Stiftung. Vorsicht vor völkischem Geschichtsunterricht. Ziehen Sie klare Grenzen? Haben Sie eine Meinung? Sagen Sie diese auch in Ihrem privaten Umfeld wie auch in der digitalen Welt. Kein Millimeter Toleranz gegenüber Hass und Hetze.